Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Heute habe ich eine Meditation vorbereitet, die du eigentlich jederzeit machen kannst. Und in der Meditation geht es darum, ganz unabhängig von Themen, es gibt ja verschiedene Themen hier im Kanal auch, zu unterschiedlichen körperlichen Aspekten und Eigenwert und Mut und so weiter und so fort. Und heute ist es mal Zeit für eine Allround-Meditation. Allround-Meditation heißt einfach, dass du in diesem Moment, wann auch immer du diese Meditation hörst, ob am Abend, in der Früh, ob in 20 Jahren oder sonst wo, diese Meditation genau das aktiviert, was du in diesem Augenblick brauchst. Warum ist das wichtig? Es sind extrem turbulente Zeiten, in denen wir uns gerade bewegen. Es ist sowohl gesundheitlich, politisch, es ist sehr aufgebracht, es ist gesellschaftlich einiges im Umbruch und man versucht da immer wieder einen gewissen Anker zu finden, eine gewisse Ausgeglichenheit und eine gewisse Sicherheit zu finden. Und deshalb finde ich es wichtig, dass jeder immer so ein paar Werkzeuge und Impulse zur Hand hat, um mit dieser Zeit umgehen zu können, um sich jederzeit, egal was passiert, egal was sich tut, immer in die Mitte zu bringen. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz wichtig. Und diese Meditation heute soll dir einfach dabei helfen, dass du in diese Qualität reinkommst. Dazu ist es mal wichtig, als Grundlage zu verstehen, alles, was ich brauche, habe ich in mir. Alles, was ich brauche, habe ich in mir. Das bedeutet, ich muss nicht auf eine lange Reise, auf eine lange Suche gehen, ich muss im Außen nichts erreichen, sondern es ist alles schon hier bei mir. Vielleicht hast du ja von, Paolo Coelho, den Alchemisten gelesen. Das ist sehr bekanntes Buch. Im Prinzip hat er eine alte Sufi-Geschichte von Mohud abgeschrieben, unter uns jetzt. Und da geht es eigentlich darum, jemand geht auf die Suche nach einem Schatz und kommt dann am Ende des Buches nach vielen Abenteuern drauf, dass der Schatz schon immer dort war, wo er eigentlich die Reise gestartet hat. Und so geht es uns eigentlich. Wie in dieser Parabel geht es uns ganz genau so. Wir suchen immer im Außen, um besser zu werden, um heiler zu werden, um Dinge lösen zu können, um etwas, um bewusster zu werden und haben eigentlich alles schon in uns. Und diese Meditation soll dir jetzt dabei helfen, ganz in diese Klarheit, in diese Kraft, in dieses Bewusstsein zurück einzutauchen. Dann wollen wir gleich beginnen. Setz dich einfach mal ganz entspannt hin und schließe deine Augen. Atme tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und ruhiger. Du fokussierst dich jetzt absolut auf den Sessel oder die Unterlage, auf der du sitzt. Du gehst jetzt mit deinem ganzen Bewusstsein ganz auf die Unterlage, auf den Stuhl, auf die Couch, auf der du bist. Du zentrierst dich absolut in diesem Augenblick. Du stabilisierst dich in der Gegenwart. Du schlägst im Hier und Jetzt dein Lager auf. Du kannst dir vorstellen, dass dein Alltag, deine Alltagsgedanken eine lange, lange Wanderung sind und du hast jetzt das Ziel der Wanderung erreicht und schlägst für die Nacht dein Zeltlager auf.
Du bist gut vorangekommen heute und zufrieden liegst du jetzt in deinem Zelt, spürst die Erleichterung, wie sich dein Körper entspannt nach der langen Wanderung, wie sich deine Füße entspannen mehr und mehr. Und wie du völlig ruhig und zufrieden immer tiefer und tiefer zu dir kommst. Atme tief ein. Und wieder aus. Und ein. Und wieder aus. Und du spürst, dass du dein Zelt, deinen Ruheplatz genau in der Gegenwart verankert hast. Im Hier und Jetzt. Der Anker deines Zelts ist dein Steißbein. Und du bist im Hier und Jetzt, im gegenwärtigen Augenblick verankert, verwurzelt, ganz, absolut stabil. Du spürst, wie sich deine Energie immer mehr sammelt. Und zur Ruhe kommt. Und je mehr von deinem Selbst, deinem wahren Selbst, in die Gegenwart kommt, umso weiter entfernt sind die Strapazen des Alltags. Deine Arbeitsthemen fallen von dir ab. Verwicklungen des Familiensystems fallen von dir ab. Irgendwelche To-Do-Listen, irgendetwas, wo du das Gefühl hast, es womöglich nicht erledigt zu haben, fällt von dir ab. Du weißt, du wirst immer alles regeln und du spürst, dass es jetzt keine Aufmerksamkeit braucht. Alles Wichtige hast du notiert. Der Plan, das Konzept für die nächste Zeit ist ausgearbeitet und du kannst dich jetzt absolut ins Hier und Jetzt fallen lassen. Atme tief ein und wieder aus und tief ein. Und wieder aus. Du spürst, dass du ganz frei, offen, neutral und bewusst wirst. Jede Faser deines Daseins öffnet sich und stößt Stress aus. Jeder Wirbel deiner Wirbelsäule öffnet sich und stößt Stress aus, der dein System verlässt und du wirst reiner und freier. Du spürst, wie sich jedes Gelenk entspannt, wie sich Muskelfasern, Sehnen und Knorpel entspannen und in einer idealen Anordnung reorganisieren und ausrichten. Jegliche Spannung hat dein System verlassen und du spürst, dass du ganz offen und durchlässig für
Heilungsenergie bist. Um dich herum wandelt sich vieles, doch du bist im Auge dieses Wandels. Du bist auf einer neutralen Ebene. Du bist klar und stabil in deiner Mitte und kannst den Wandel, das Auf und Ab von deiner Position super beobachten. Aber du spürst, dass das alles außerhalb passiert und mit dir nichts zu tun hat. Denn du bist jetzt ganz bei dir und der Fokus der unendlichen Lebensenergie, von der ein Teil natürlich ins Außen fließt, aber nicht von deiner Energie. Deine unendliche Energie fließt in dich ein. Und beginnt nun auch inneren Stress zu lösen. Nachdem der körperliche Stress gelöst wurde, der physische Stress, wird jetzt auch der emotionale Stress gelöst. Und es löst sich auch der soziale Stress. Es löst sich deine Einstellung, deine Meinung zu deinem Körper. Und zwar jede Einstellung zu deinem Körper, die du als nicht so förderlich betrachtest. Es löst sich einfach jegliche Blockade deiner Leichtigkeit, deiner Lebenslust, deiner Lebensfreude. Überall, wo das blockiert ist, löst sich etwas. Und du spürst, dass die transformative Energie jetzt ganz durch dich hindurchfließt und jeden Aspekt deines Wesens und deines Lebens berührt, sodass diese Aspekte in die höchste Harmonie eintauchen können, in den höchsten Einklang und Gleichklang des Universums. Wenn du jetzt einatmest und wieder ausatmest und nochmal tief einatmest, dann atmet die Welt jetzt mit dir ein und mit dir wieder aus. Wenn du jetzt einatmest, atmet das Universum mit dir ein und auch wieder aus. Das Universum atmet ein und wieder aus. Und du spürst jetzt, wie du im absoluten Einklang mit allem, was ist, existierst. Wie du verwoben und verbunden bist und doch ganz individuell und klar. Und du beginnst jetzt diesem unendlichen Lebensrhythmus tief zu vertrauen. Das Universum atmet mit dir ein und wieder aus. Du erweiterst dich
und ziehst dich wieder zusammen. Du bist unendlich weit und unendlich klein gleichzeitig. Es ist absolute Harmonie. Du spürst jetzt, dass du ganz zu dir kommst und dass sich sämtliche Einschränkungen, Beklemmungen und Blockaden lösen. Vor allem dein Herzzentrum wird frei von Schmutz, Staub des Alltags und Verspannungen. Und du spürst, dass du immer weiter und weiter wirst. Du spürst, dass die Quelle allen Seins, die Quelle deines inneren Lichts, in deinem Zentrum ist und dass du mit diesem Zentrum verbunden bist. Du merkst jetzt, dass ein ganz tiefes Violett sich über dein Becken, ausgehend von deinem Steißbein aus, in dir ausdehnt. Und dieses Violett löst jetzt alle Verspannungen, alle Sorgen und Ängste. Und es erlaubt dir, immer klarere Gedanken zu fassen. Und du spürst, dass Gedankenvorgänge immer leichter und lockerer werden. Du bist jetzt frei von allen Zweifeln und allen Sorgen. Und du spürst, dass sich dein Herz öffnet. Du spürst, dass dein Herz ganz offen ist für die Selbstheilungskräfte. Und du spürst, dass es jetzt genau in diesem Zeitpunkt, dass genau jetzt der Zeitpunkt erreicht ist, um absolut in die Selbstheilung und in die Zufriedenheit zu sinken. Du sinkst jetzt in eine tiefe Zufriedenheit, in einen tiefen Frieden. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und beim Einatmen nochmal tief ein und beim Ausatmen forme bewusst ein Danke, Danke. Einatmen, Danke. Einatmen, Danke. Einatmen. Danke. Du spürst,
dass du jetzt ganz klar bei dir bist. Und du kannst für dich jetzt nochmal die Frequenz, die du am meisten benötigst, einfach in dich einfließen lassen. Die Frequenz, die ich jetzt am meisten benötige. Vielleicht ist es weißes Licht, vielleicht rotes Licht, vielleicht lila, orange, grün, rosa, ganz egal welche Farbe. Diese Frequenz fließt jetzt in dich ein, heilt dich und richtet dich aus. Sehr gut, wenn du jetzt die Energie empfangen hast, dann atme nochmal tief ein und aus und bedank dich jetzt für die Heilfrequenzen, die in dich eingeflossen sind. Und spüre, dass du absolut im Hier und Jetzt, in dieser Kraft, in dieser Energie verweilen kannst, aber auch jederzeit weitergehen kannst. Aber du kannst diesen Ort jederzeit aufsuchen, diesen Ort der Heilung, dieses Hier und Jetzt, denn das ist ganz tief in dir verankert. Bedank dich nochmal, atme tief ein und wieder aus. Und beweg jetzt langsam mal deinen Körper, streck dich mal durch, beweg deine Arme, die Schultern, die Beine und komm Schritt für Schritt zu dir, zu diesem Ort, in deine Zeit zurück. Fühl dich ganz entspannt wieder in deinen Körper ein. Bedank dich bei deinen geistigen Helfern, bei deiner Führung, bei deinem inneren Licht. Und mach dir bewusst, dass du diese Übung, diese Meditation immer wiederholen kannst. Dass du immer wieder ins Hier und Jetzt gehen kannst. Und dir genau das wirklich wiederholen kannst, was du benötigst, was du von deinem Innersten her brauchst. Wenn du dich gut spürst, dann öffne deine Augen, komm ganz ins Hier und Jetzt zurück. Und lass nochmal Revue passieren, was du während dieser Reise erlebt hast. Vielleicht gibt es gewisse Farben oder gewisse Eindrücke, die dich sehr beeindruckt haben. Dann notiere dir das einfach mal. Und wenn dir diese Meditation, diese Reise geholfen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch oder abonniere den Kanal. Und wir sehen uns nächste Woche mit einer neuen Meditation wieder. Dein Oliver Ereny, medialer Energetiker mit Energetik, die wirkt. Tschüss, alles Gute.